Die Situation in Europa und Asien ist natürlich momentan sehr, sehr kritisch. Vor allen Dingen der Konflikt zwischen Russland und der USA sowie der EU wächst stetig. Dabei haben wir immer noch das Griechenland-Problem, das was immer noch nicht aus der Welt ist und was sich immer weiter von uns distanziert. Wir haben die Information erhalten, dass sich auf der Insel, dass ich bei Generos ein russischer Militär, also dass sich diese Gegend zu einer Militärgegend entwickelt. Diesbezüglich dient es heute dazu, den Informanten zu finden, Informationen diesbezüglich zu bekommen über einen leitenden Offizier, der das Ganze leitet. Der sollte wissen, der Informant, wo sich der Offizier befindet, und diesen sollten wir ausschalten. Des Weiteren haben wir heute eine Luftaufklärung, Eagle, die euch als Teamlead, als Squadlead Informationen zur Aufklärung gibt. Bis dato habt ihr keine Ahnung, was ist, und wir wissen momentan noch nichts. Wichtig ist aber, wir haben uns ein Zeitfenster von ungefähr 5 bis 8 Minuten gekauft. Ihr werdet es dann angezeigt bekommen, wie lange, wo ihr unsichtbar zum Informanten quasi vorrücken könnt. Das heißt, wir können die Straßen benutzen, die Checkpoints sollten wir trotzdem vorsichtig passieren, aber es sollte definitiv möglich sein, zum Informanten schnell genug durchzukommen, ohne entdeckt zu werden. Nach diesem Zeitfenster könnt ihr euch sicher sein, dass alles, was auf dieser Insel, gegen uns ist. Bis dahin sollten wir ausgerüstet sein, sollten den Informanten erreicht haben, um unsere Ausrüstung zu gelangen überhaupt und den entsprechenden Missionsverlauf weiter fortzuführen. Also ich würde sagen, dass wir bei Kamenka sind. Kommen wir auf der 3? Okay, wir folgen jetzt der Straße. Ja. Wenn wir Sir Baber, und Sie keinen Unfall. Ich möchte nicht laufen. Das kommt ganz drauf an, wie die Vorhandung ist. Alpha Bravo, mein Name ist Special Agent Miller. Ich werde Sie heute auf der heutigen Mission begleiten, Ihnen Informationen zukommen lassen. Wir haben heute viel vor. Versuchen so gut wie möglich unentdeckt zu bleiben. Ich habe Ihnen ein Zeitfenster von ca. 5 bis 8 Minuten gekauft, bevor Ihre Gesichter durch eine Datenbank gelaufen sind. Fahren Sie vorsichtig durch den Grenzpunkt und fahren Sie schnell außerhalb der Punkte. Ich melde mich, wenn ich weitere Informationen für Sie habe. Miller, Ende. Oh Gott, wie wir rasen. Geschwindigkeit reduzieren auf 80. Alpha und Bravo, die Eagle. Wir sind heute Ihr Auge. Wir versuchen, Ihnen den Rücken frei zu halten. Wir werden schnellstmöglich alle Checkpoints ausmachen und Ihnen die Daten auf Ihrer digitalen Karte zur Verfügung stellen. Bis dahin sollten Sie, wenn Sie einen Checkpoint sehen, vorsichtig sein. Wie von dem Special Agent berichtet, sind Sie momentan unsichtbar. Nutzen Sie die Chance. Wir hoffen, es dort in alle Daten zu haben. Eagle, Ende. Doch sind wir unsichtbar. Auf. Du kriegst einen Zehner-Sorg, wenn du den hinter uns einen Stinkefinger zeigst. Er wird da ein anderes Wort als unsichtbar. Das kommt als glaube ich, nicht so gut rüber. Ich komme ja auch unsichtbar. Wir sind Geister. Oh Gott. Was für eure Leute. Reduziert mal auf 30. Es müsste dann gleich auf der rechten Seite müsste ja, kurz Standby. Ich glaube, das wäre zu früh, oder? Wenn ich die Karte angucke? Wir fahren noch weiter. Keine Ahnung, ich habe keine Karte. Geschwindigkeit wieder erhöhen auf 80. Mitten im Stützpunkt und Gas, Junge, Gas! Sehr unauffällig. Ich sehe schon, wir halten uns an die sneaky Anweisung. Achtung, Patrouille voraus. Ich sollte mir unsere Pistole nicht so gut zeigen, ja, Sock? Ja, ich hab ja nichts zum Einstecken, also. Steckst du dir in den Boxer, Junge? Wir kommen gleich durch die nächste Ortschaft. Ich kann schon.
macht euch bereit, in 300 Metern rechtzeitig dann dem Straße folgen. Das ist so ein kleiner Waldweg. Okay, bereit machen, abzusitzen. Und absitzen. Ihr sollt mir nicht stehen bleiben. Steht. Stehe. Also ich bin... Okay, Mobi, tu mal deinen Job. Wir haben Richtung... Richtung Süden. Den Informanten am Hafen. Ihr seid okay. Seit vorne. Okay, let's go. Kommt, meine Aufklärungsboys. Gut. Alpha 2, Alpha 1. Jawohl. Sammeln. Sammeln, 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 sammeln hier bei mir. Wir haben noch 2 Minuten, um uns zu bewegen. Gut, Alpha 2. Ne, Alpha 1 geht vor. Uff. Go, go, go. Los, los, los. Wir bewegen uns Richtung 180. Alpha 280. Jawohl. Und los. Nicht der Straße folgen, rechts. System. Ich bin nicht Alpha 2. Tim, 220. Wir laufen doch richtig. Sind wir. Sind wir. Okay. Ortek war verwirrt. Warum? Alpha 1 und 2, überprüft das mal hier alles. Ich riskiere mein Leben. Die Russen könnten hier die Fahrzeuge zu holen. Wir haben einen... Er hat das halbe Dorf getötet. Inklusive meiner Frau und meiner Kinder. Wir haben eine Kiste mit Ausrüstung gefunden. Ich habe die Information erhalten, dass sie eine Aufklärungsbasis im Dorf Zelenogorsk errichten. Dort sollte es wichtige Daten geben, die für sie nützlich sein sollten. Ich denke, dass sie Informationen enthält über Angriffe auf Europa und Amerika. Mir ist bewusst, was ich hier tue. Doch dieses Schwein soll dafür bezahlen. Mütterchen Russland hat meine Familie getötet, um Sachen geheim zu halten. Wieso haben sie das gemacht? Wieso mein Dorf? Wieso haben sie ein ziviles Dorf zerstört? Diese Schweine müssen bezahlen. Geben Sie mir Ihre Karte. Ich zeichne Ihnen den Punkt auf der Karte ein. Töten Sie dieses Dreckschwein und seine Verbündeten. Und versprechen Sie mir, dass Sie mich hier rausholen. Wie versprochen. Viel Glück. Alpha und Bravo, wir haben verstanden. Wir werden den Kontaktmann evakuieren, sobald Sie verschwunden sind. Miller Ende. Alpha und Bravo, wir haben Kontakte, die sich in Ihre Richtung bewegen. Verteidigen Sie den Punkt und rücken Sie anschließend schnell ab, bevor Verstärkung kommt. Wir haben außerdem ein gepanzertes Fahrzeug, das sich in Ihre Richtung bewegt. Ankunft der Feinde bei Ihnen in ungefähr 2 Minuten. Viel Glück. Eagle, Ende. Macht euch bereit. Economia, kommt mal mit. Kommt mal Groß mit. Alpha und Bravo, wir haben Ihre Ziele aktualisiert. Finden Sie den Offizier. Schalten Sie ihn aus und stellen Sie die Daten vom Laptop sicher. Die Informationen werden dringend benötigt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ach, noch etwas. Im Gebiet sind Feinde patrouilliert. Meinen Sie die Straßen. Eagle wird Ihnen in Kürze die genauen Informationen für die Punkte durchgeben. Wir brauchen noch ein paar Minuten. Miller, Ende. Mio, du liegst ziemlich offensiv auf der Straße. Wo seid ihr in Stellung? Alpha 1? Tim, bitte Stellung. Alpha 2 in Stellung. Hat jemand eine AT, falls hier gleich ein Panzer langläuft? Den Fahrzeugen sind ATs. Nicht. Sorg, ich bleib bei dir. Alpha 2, ihr Richtung 280 decken. Das wird unsere Richtung sein, in der wir dann hier das Gebiet verlassen. Alpha 1, ihr weiter sichern Richtung den nördlichen Eingang. Alpha 3, ihr sichern Richtung 120 Osten. Die Stand sind östlich der Basis positioniert, am Strand sicher Richtung Osten. Komm mal. So, ausführen. So, wir sollen nach 280 sichern, also sucht euch hier eine sichere Position. Positiv.
Bleib hier ein bisschen an dem Haus, das ist besser. Da direkt abgeschossen als Sunny. Bleib als Sunny ein bisschen zurück, Tim, ne? Ja, mach das. Und hier ist am Geh auf, hier vorne. Obwohl. Gut, seht ihr hier irgendwelche? Negativ, noch keine Kontakte? Hier zu neblig. Alpha 3, wechselt mal Richtung 280 Grad. Wir versuchen hier schon auszubrechen, den Angriff quasi auszuweichen. Wir sollten den Informanten schützen, Ortec. Das war die Anweisung vom HQ. Unterwegs. Da steht ein voll brauchbarer... Hallo? Red mit mir. Ja, hallo. Red mit mir halt. Da steht doch hier. Komplett brauchbarer... Okay, die Jungs bekommen Beschuss von dem Haupteingang. Bereit machen. Ich hoffe, BI kreuzt nicht. Wenn es losgeht. Nein, der weiß Bescheid. BA, nicht kreuzen, aufpassen, das MG zieht genau in deine Richtung. Links, wir kreuzen. Wir übernehmen nach rechts. Alpha 3 ist links in Stellung, Richtung 280, warten. Wir brauchen Richtung 280, schaut mal, ob ihr da schon ausbrechen könnt. Wenn ihr dann auch gleich abhauen. Positiv ausweichen nach links wäre möglich, können vorgehen decken. Positiv, ihr werdet gedeckt von Tims Team. Haltet euch am Strand, euer Punkt wird sein. Kurz Standby. Nehmt mal die Stellung auf 041130, dort rundum Sicherung aufbauen und nordwestliche Flanke von uns sichern. Wow, da wurde ein Panzer geschossen. Das ging auch noch auf A3, richtig, komm. Ja, positiv. Wir sind gerade noch im Fahrkampf, verschieben nach links. Tim, ich empfehle dir, bleib bei der Waffe, gerade bei dem Nahbereich. Okay, Alpha 2 sichert die Jungs da. Wurde das Passwort, wurde der Panzer schon gesichtet oder das Fahrzeug? Sorg. Negativ, kein Panzer. Ja. Willst du mal vorne an den Stein, falls welche von rechts kommen? Komm, ich übernehme, ich komme mit euch. Ja. Hey, siehst du was? Nein. Alpha 3 ist gleich in Position, können euch jetzt decken Richtung 40 Grad, komm. Verstanden, wir müssen hier noch ein bisschen warten, wir müssen den Informanten noch schützen. Wir ziehen dann gleich zu euch. Verstanden, gebt Bescheid, wenn ihr eine Drohne findet. Wir sind momentan ohne Drohne unterwegs. Verstanden, wir werden durchbrechen. Alpha 1 sammeln mit am westlichen Ausgang. Alpha 2? Ja. Gleich Richtung 85. Da sind so kleine Steine dorthin rücken. Auf. Springer! Und Alpha 2 go. Sprung. Go, go, go. Alpha 1 Status. Alpha 1 sammeln Richtung Westen. Auf. Okay. Sir, ich glaube, ich bin der Einzige von Alpha 1. System, los! Und hier Sicherung aufbauen. Jawohl. System, beweg deinen Hintern Richtung Westen. Ortec hier, Alpha 2, komm. Höre. Alpha 2 jetzt in Position, Ende. Direkt voraus sind unsere eigenen Teile, nicht schießen, direkt um 60 Grad. Ortec direkt gerade aufgetaucht. Ja, verstanden, unterstützt Alpha 3, wir haben hier mehrere Ausfälle. Soll ich jetzt Sunny zurückgehen? Ich bin der einzige Sunny. So, verstanden. Na gut, wenn die es machen, die kriegen so ein bisschen. Soll ich mal fragen? Weiß nicht, würde ich schon machen. Der Sunny zurück. Ortec hier, Alpha 2, komm. Höre. Unser Sunny könnte Alpha 1 unterstützen. Soll er zurückkommen? Komm. Negativ, ihr gebt uns Deckung Richtung Osten. Wir kommen jetzt zu euch. Wir haben zwei Verletzte hier. So, verstanden.
Alpha, Bravo, wir haben im Kampfgebiet ein gepanzertes Fahrzeug gesehen. Schalten Sie es priorisiert aus. Laut unseren Angaben befindet sich die Zielperson weiterhin im Ort. Er ist umstellt von 3 Wachleuten. Durch eine Störung können wir Ihre Karte nicht aktualisieren. Halten Sie die Augen offen. Igel, Ende. Ich würde jetzt gerne Igel hier Alpha funken. Wo genau ist das scheiß Fahrzeug, please? Ja. Wo ungefähr? Auf der Map? Okay, das ist okay. Gut, ja, wir haben es weg. Wir müssen das Fahrzeug selbst aufklären. Ja, Alter. Wir hatten einen Schuss, passt. Alles gut. Ich habe auch noch einen. Ja, nee. Bis ihr rankommt, ist Ding weg. Ich habe auch einen Rangefinder. Wieso habe ich auf einmal Munition bekommen? Das könnte gehen, Kron, das könnte gehen. Haben wir Munition? Haben wir gefunden. Ich habe keine Munition bekommen. Ja, auch nicht. Okay. Ja, Alpha 1 gleich folgen. Auf. Und Alpha 2 hinterher. Ja. Codename Krippchen bewegt sich. Darf ich dir einen kleinen Tipp geben, Mr. Tim? Sehr gern. Wenn du dir das vordere Team ansiehst, schau dir an, Alpha hier 3, Scheune Richtung 330, würden die neben da Beobachtungsposten einrichten können. Dort links ist, dann auf der gegenüberliegenden Seite, auf der rechten. Warte mal, BA, hier war gerade extrem viel. Alpha 1, halt. Und Alpha 2, halt. So. Im Rücken der Alpha 3, wir haben die Sicht auf Scheune, ihr könnt vor. Beim vorderen Delta, das MG auf der linken Seite. Alpha 2, parallel. In deinem Delta. Schützenlinie. Auf der linken Seite. Okay. Squadline. Sprich, es ist genau jetzt gespielt. Wie wir es jetzt haben. Und jetzt ja, wir müssen vor. Die Squadline verpasst. Eigentlich will ich dich nur anfassen, aber. Ich frage dich, warum ihr Bandagen auf dem Kopf. Diese Schwuchteleien liegen auf dem Zeiger. Der Atex hat mich mal eine echte Schwuchtel zu sein. System? Ja? Aufsprung 340, Scheune ran. Okay. Alpha 2, Weiterstellung. 3, 2, 1, Sprung. War die nicht 4? Nee, waren 3. Ich hatte nur Angst. Ich hatte Angst, dass ich irgendwen übersehen hätte. Alpha 3 gesichert. Stand. Wie ist die Sicht von dort? Kommen. Super. Bis jetzt keine Kontakte. Verstanden. Alpha 1 ist auf dem Weg mit. Wir halten mit Alpha 2 noch ein Stückchen hier im Wald. Okay, Alpha 2, folgt mir mal. Wir werden noch ein Stückchen Richtung 270 Jawohl. Folgen. Alpha 3, hier Lead, kommen. Wir bewegen uns jetzt von Ihrer Position aus Richtung 220 noch ein Stückchen näher den Hügel hinab. Werden dort eine Stellung beziehen. Ich werde dort dann Alpha 2 dort dann parken. Alpha 1 bleibt erstmal in Ihrer Position. Verstanden, haben von der Scheune her 50 Meter Richtung Nordwesten verlegt, suchen gerade perfekte Posi, um auf Supermarkt und Straßensperre zu wirken kann. Verstanden, wir haben auch gleich Position. Wir haben voraus so einen Militärturm. Wir werden dann gemeinsam mal kurz drauf rücken. Okay, und auf wie viel Grad? Direkt voraus. 1,5. Ah ja, perfekt.
Gut, alles klar. Tim, du kannst dich hier häuslich einrichten, Sicht auf Zelenogorsk erstellen, Aufklärung, es wird eure Kampfposition hier werden. Okay. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen weiter Richtung Nordosten. Also ich werde mich jetzt hier wegbewegen, nicht, dass du dich wunderst, ne? Und hier könnt ihr jetzt eure Sicherung raussuchen. Reihe Lead kommen. Alpha 2 ist jetzt auf Koordinaten 023107 markant direkt an dem Turm stationiert. Wir werden dort Beobachtungspositionen einrichten, eventuell auch eine Kampfposition. Ich komme jetzt zurück zu euch. 023, 467 Meter, also 467 Meter, eine Person zu sehen. Im Supermarkt selbst ist auch eine Person, 025. Von Alpha 2 haben wir die ja aufklären können. Ich denke, die erstmal die Panzer des Fahrzeugs gemeldet kommen. Ja, das sehe ich. Sag nochmal die erste Person durch. 023. Direkt bei dem Haus, was gebaut wird, rechtzeitig. Es sind zwei Personen. Direkt bei dem Baugerüst steht noch einer, den siehst du wahrscheinlich. Der kommt jetzt aus südlicher Richtung. 460. Okay. Entfernung. BTR ist auf 033, falls du ihn noch nicht gesehen hast. 625 Meter entfernt. Hätten wir jetzt einen Costa, ich weiß noch, als er noch in unserem Squad war. BTR steht genau bei der Markierung des Fähnchens. Patrouille bei 044, 901 Meter, befindet sich am Ende der Stadt von unserer Sicht aus. Drei Mann, wenn ich das richtig sehen kann. Drei Mann. Deine Patrouille. Schalte ich nochmal den Entfernungsmesser an. Du hast auf deiner rechten Seite, die sieht so ähnlich aus wie wenn du in der Basis bist Tab. Und genau Tab. Kurzversion Tab. Ich wollte es gerade anders formulieren. Ah, perfekt, danke. Immer wieder drücken. Noch nicht. Ich habe das im allgemeinen Funk gefunkt, also er sollte das gehört haben. Ach so, okay. Panzermeldungen schickt man normalerweise im Funk. Mhm. Und solange die jetzt da sind, muss ich zum Beispiel jetzt kommen. Muss ich diese Feinde auf 024 jetzt nicht. Ihre Position kommen. Nur wenn du gefragt wirst. Westlich der Scheune 50 Meter unterhalb einer Tanne, komm. Gut. Aber die werden uns, glaube ich, momentan nicht gefährlich. Standen. Nicht uns, aber den anderen. Ihr dort Sicht auf den BTR kommen. Ein positives Talgedeck kommen. Könnt ihr den ausschalten vor dort kommen? Negativ haben nur AT4, könnten einen Lockshot machen, ist aber nicht zu empfehlen kann. Verstanden. Dann müssen wir näher ran. Plan da ist dort bis auf Koordinaten 025 104, diesen kleinen Vorort kommen. Verstanden, könnten dann, sobald ihr unter Feuer geratet, Feinde bei Baustelle bzw. Straßensperre wegholen und dann nachher verlegen, Feinde beim Supermarkt wegholen kann. Verstanden. Alpha 2 hier Lead kommen. Alpha 2 hört, komm. Verlegen Sie Richtung 120 direkt über die freie Fläche zur Scheune, dort dann in Stellung gehen kommen. So verstanden. Komm. Ihr habt's gehört, wir verlegen zur Scheune. Jawohl. Im Delta aufbauen. Auf. Und los, marsch. Das ist die falsche Richtung. Ja, schon, wir laufen falsch. Okay. Alles gut, ein erster Tag heute als die. Alpha 3 wäre bereit für die zwei Feuerüberfälle. Wir warten auf euch. Verstanden. Halten Sie noch Feuer. Wir werden den Sprung in den Vorort dann machen. Gemeinsam. Warten dann auf Ihre Feuerunterstützung, falls wir beschossen werden. Verstanden. Links liegen eigene Teile.
Alpha 3. Alpha 2, ITE. Alpha 2 ist jetzt bei der Scheune. Wir müssen von hinten. Gut, alles klar. Ihr haltet hier die Stellung. Bestem. Ja. Dein Auftrag jetzt auf 20, auf dieses bunte Gebäude drauf zu springen. Grün, orange. Wir geben von hier dann Deckung. 20, grün, orange. Ja, alles klar, machen wir. Gut. Okay, Tim, dein Team dann rausziehen, dass ihr volle Deckung geben könnt, falls was dann passiert. Sprung. Ja. Raus. Und der raus. Ja. Geh links. Alpha 3, wir sind jetzt im Sprung. Zurück. Woher kommt das? Ich kann den AT4 einnullen, ich könnte ihn treffen, wenn man mir eine Entfernung sagt. Ich kann dir die Entfernung sagen. Sag mir die Entfernung, bitte, um überhaupt zu steuern zu dürfen dann. Vorsicht, Tim, Rückstrahlzone freier machen von den beiden. Also mal kommen. Entfernung zum BTR ist jetzt 300, 295, 85. Er hat in das Haus, der kommt her. Ist die Rückstrahlzone frei? Geh mal bitte weg. Versuch bitte. 288, 200. Ich hab grad keine Sicht. Sicht verloren. Jetzt seh ich sie. Versuch ihn zu erwischen. Baum verschwunden. Ja, ich seh ihn auch nicht mehr. Hat sich verschwunden. Ich sehe noch die Zahl von BTR, aber ich glaube nicht, dass du die triffst. Gut, wenn er den Männer anschießt. 150. 330 entfernt. 20 Grad. Ich seh nicht mehr, verdammt. Jetzt sehe ich nicht mehr 20. F1 bei euch, alles gut. Soll ich Schuss durch die Bäume versuchen? Ja, wie viele Raketen hast du? Eine. Aber wir haben noch einen Ersatz. Wir haben noch welche mit der T4. Tiefköpfe unten halten, wir klären die Lage. So, ja, also falls du dir sicher bist, 20 Grad. Meter. Ja, 200. 90 Grad? Ne, wie viel Grad sagst du? 20 Grad. Zwischen diesen Bäumen, da siehst du die weiße Zahl, 213. 330 Meter weit entfernt. 30 Meter. Ja, warte, ich schau gerade mal ganz kurz. Grad. 20. Ja, ich versuche, von mir ist es, müsste es 19, ja, von mir müsste es 21 sein. Ja, der ist eine kleine Hütte, siehst du? Ja, negativ, immer noch nicht, er ist wieder verschwunden. Verdammt, der bewegt sich nicht, fuck das ab. KBA, wenn du auch irgendwas machen kannst. Ja, ich schieße schon seinen Versuch Alpha 1 irgendwie. 400 Meter kann ich jetzt ungefähr abschließen. Ist überhaupt der BTR? Dass sie nicht umlaufen werden. Frage, ich sehe ihn leider nicht. Ich habe keinen Ortec, keine Chance. Er muss sich bewegen und muss wieder ins Sichtfeld fahren. Er ist weg zwischen den Bäumen. Das wär ein Schuss, den ich nicht riskieren kann. Er hat sich auch vorhin zu schnell bewegt. Ortec, hast du mich verstanden? Okay, hier links sind alle down, haben wir einen Medic. Links sind alle down? Ja, ich bin hier Medic. Gut, dann hol den mal Ortak, zieh ihn zurück. Wer ist down? Ja, und Ortak. Wir regeln das kurz. Wohin? Oh. Kann ich nie Leute ziehen, what the hell? Ich mach Mobi. Bleib immer fest, wenn das. Ja, du trägst sie natürlich, gut. Für mich drum. Wer verletzt? Mir? Das unter uns sind dann nicht eigene, oder? Doch unten an dem Haus, an dem braun-grün. Okay. Das sind eigene. Und darüber? Der Supermarkt, das sind keine eigenen. Von uns. Ja, da liegt jemand von uns auf dem Feld. So, kurz warten. Ortec, ich versuche dich gleich zu beleben. Ich muss aber eine DNA-Diagnose machen. Noch Schmerzen, du Sau. Und ich beleb dich. Weit machen, Herr Nen. Jo, wir sind einfach weg. Hab dich. Runde im Dorf. Oh, ich seh jetzt einen. Wartest du scheiß BTRs? Ich konnte ihn nicht abschießen. Ja, wo ist denn der BA? Ah, der ist drin. Ah, ne, der liegt da.
Soll ich ihn erwischen? Wo sind die eigenen? Die eigenen sind direkt unten an dem Vorort. Orange-grünes Gebäude. Da liegt auch einer auf dem, auf der Wiese. Und den. Nee. Doch. Doch. Das sind. Auf der Wiese 22 Grad. Licht einer ist bei 1,6. Ah, okay, 22. 0,16 hinten im Compound. Ja. Ja. Auf 18 Grad sind alles Feinde. Okay, dann habe ich doch Feinde gesehen. Fuck. Ich geschaut vorher. 18 Grad. Da liegen zwei Feinde. Ja, die haben wir ja schon weggeholt. Ja. Ja, BTR nachher ist immer noch aktiv. Zwei. Ja. Ja. Was? Ja. Im Nahkampf trifft ihr sowieso besser, oder? Wir würden nicht gerade ganz gut im, unten rangehen und würden dann von Gebäude zu Gebäude machen. Okay. Du kannst auch hier hab ihn gleich. Martin, wenn du ihn hast, ja, gleich zusammen hier bleiben. Jawohl, ich hab ihn jetzt. Martin? Jawohl? Du schießt doch eh nicht so oft. Ja, ich hole einen. Willst du die AT haben? Also, gib mir mal ein paar Magazine. Willst du die aus dem Rucksack nehmen? Wir bräuchten jetzt einen AT-Schützen. Nimm dir ruhig zwei raus noch. BTR wieder. Geh mit. Wo? Mit dem BTR, komm mit. Danke dir. Oh, ich nehme mir noch eine Handgranate mit, danke. Nimm dir mit, was du brauchst. Sieh mich als deinen Mülleimer. Wuhu! Alpha 1, Status. No, gib mir Entfernung. Oh Gott! Dreck weg! Tim, Rückschaltung fahren. Wir halten immer noch die Position, wir werden immer noch Gegner bekämpfen, wir versuchen sie da rauszuholen, halten sie durch. Siehst du da diese weiße Zahl, 213? Geh lieber raus aus dem Gebäude, oder nicht, dass hier irgendwas passiert. Okay, Tim? Entfernung? Ja. Mach dich dann schon mal bereit, sollte der Schuss jetzt nicht treffen, bilden wir einen Panzervernichtungstrupp, der freier agieren kann, dass ihr da endlich Sicht auf den scheiß Panzer kriegt. Willst du mich da als Sunny vorschicken dann mit? Nee, du gibst die dann ab. Das heißt komplett Alpha 2 außer Vogelgrüppchen. Wir schauen, ob wir ihn bekämpft haben. Und vernichtet. Haben wir ihn? Ja, bitte, er hat zerstört. Natürlich habe ich ihn. Trotzdem. Was erwartest du von Achtung, wir werden beschossen, komm rein! Sorg, komm rein! Erst den Verwundeten, bringen ihn ins Gebäude vor uns Richtung 20. Wir sind natürlich jetzt aufmerksam geworden durch die Rakete, die wissen natürlich genau, wo wir sind. Okay, das ist schlecht. Ich hab Angst. Verstanden, euer Plan vermutlich direkt an das Gebäude ran und auf die Leute aufheben. Positiv, anders geht's gerade nicht. Brauchen ihr Deckungsfeuer, wenn ihr habt, haben Feinde Richtung 40. Ich gehe in die rechte Seite des Hauses, ich kann euch sonst hier nicht helfen. Landen, geben wir mal unser Bestes. Ich glaube, ich habe gerade einen Schuss rechts gehört, nicht, dass die uns umgehen. Ich schau mal ganz kurz. Vogelgrippchen sagt, wenn du kreuzt. Jawohl, sag ich. Bleib stehen, ich geh. Tim? Ja, ich komme. Ja. Achtung, ich komme vorne rein. Bitte nicht schießen. Eigene Teile. Ich komme rein vorne. Warum kommst du vorne rein? Weil es zu weit gewesen wäre. Ich wollte in Deckung. Okay. Cool, Vogelgrüppchen. Ja, ich bin da. Ich bin da, Tim. Ah, perfekt. Alpha 3, Elite, kommen. Auf ihr Zeichen würden wir dann nachziehen und die Stadt dann gemeinsam nehmen. Halten wir noch, soweit wir noch Feinde haben. Positiv. Müsst noch wissen, wer fehlt hier noch? Wir haben mit Jatic und Poker. Einer meinte, dass er überlebt hat. Die sind vollzählig bei uns. Also ein Mann müsste noch irgendwo dort sein. Ich habe einen Kontakt auf 2-2 auf dem. Läuft zum BTR-Frack. Ist jetzt hinterm BTR, läuft nach links. Sorg, bleib mal liegen oder hoch, nicht dass wer schießt, während du meinst. Alle geborgen, tragen die gerade zurück, ja, brauchen hier weiteren Deckungsfall. Sind dabei. Tim, kommst du wieder mit nach rechts, damit wir wirken können, weil hier zu viert. Na, wir sollen gleich springen. Wir sollen springen, Ortek? Noch nicht. Also gleich. Halten wir hier die Position. Okay. Ja. Dann bleib ich dabei. Ich wollte nur mehr Wirkung erzielen, sorry. Ja, ich würde trotzdem kurz hier bleiben. Na klar, alles gut. Du bist Chef. Ja, ein Mann auf der Hauptstraße auf 2-3. Weit entfernt.
Magazin gelegt. Magazin habe ich schon gehabt. Wie habt ihr mir geklaut? Noch ein Mann davor. Zwei Magazine. Entschuldigung, eins. Feuer einstellen, der ist down. Da läuft noch einer, direkt voraus, 14 Grad. Okay, kriegt ihr hin, unter Deckungsfeuer und Zetania-Kunden zu schicken. Wenn, müssen wir komplett nachziehen, wir bekämpfen gerade noch einzeln. Einer ist down. Da hinter dem Baum oder Busch ist immer noch einer, den habe ich gesehen. Da ist er. Okay, der ist weg wieder. Oh Gott. Die Kugel ist dicht an mir vorbeigeflogen. Okay, Tim? Ja. Du hältst jetzt Sorg noch hier. Wer ist noch bei dir? Vogelgrippchen und BA. Okay, du nimmst Sorg und BA. Bleib mir hier. Du bleibst auch mit hier. Ich werde Vogelgrippe mit runternehmen. Die brauchen da unten einen Medic. Ja. Okay. Oh Gott, aber können wir rechts rumlaufen? Können wir rechts rumlaufen? Ist zu heiß. Die schießen direkt hier rein. Ja, ja. Ja. Oh Gott, die kommen auch direkt oben. Geh zurück in Deckung, ich springe, geh auf rechts, genau, passt. Bitte. Alpha 3, ja. Noch ist es zu heiß, nachzurücken, halte die Position. Schwer verletzt, ich kümmere mich drum. Hab dir Bandage angelegt. Erste, du auch? Nice. Ja. Alpha 3, Status. Gut, wie sieht es mit deinen Schmerzen aus? Geht's? Status Mobi momentan ausgefallen, liegt hier mit den anderen rum. Hab dich, hab dich vor mir morphiniert. Gut. Martin, wir müssen jetzt los, gebt uns Deckung. Gehen wir rechts, rechts rum. Wollte ich gerade sagen, ja. Ich komme mit und gebe euch von da Deckung. Ey, willst du mitkommen? Oder wir kommen jetzt. Fuck, ist natürlich mega. Oh Gott. Was wir hier tun, aber wir müssen runter zu dem. Wo, zu dem Haus dort? Direkt voraus? Gutes Haus. Bisschen. Die kommt von. Wir brauchen Unterstützung. Wir werden von rechts beschossen. Info: von rechts kriege ich Beschuss ab. Rechts hören, ne? Wenn die rechts die Kugel dran vorbeifliegt. Wir werden aus der Stadt beschossen. Nee, aber mir ist gerade rechts ein direkt eingeschlagen. Von rechts. Oh, fuck. Warte, wir haben's gleich. Was geht ab, Leute? Der Sunny ist da. Oh Gott. Alter, Massaker. Wir haben ein Leichenfeld. Okay, es wurde aber schon auf fleißig verbunden. Ich liebe euch dafür. Ulmobi. Blotted, not pain. Oh Gott, hier kommen Kugeln rein, Alter. Ich weiß nicht wo. Spritz jetzt EP an Morphin. Ganz ruhig. Hier, EP so rum. Mach Poker bitte zuerst fertig. Wir brauchen seinen scheiß MG. Okay, kümmere mich jetzt um Poker. Thanks. So, warte, Poker vom Arzt? Ja, super. Da hat die komplett nachgezogen? Nee, oben ist okay. Noch ein paar. Poker, du musst auf jeden Fall liegen bleiben. Du hast dein sehr viel Blut verloren. Den krieg ich nicht mehr. Ich gehe nicht mehr ohne Blut, ich muss ihnen definitiv Blut geben. Mobi, wir müssen aber in die Stadt rein, wir sind hier unterlegen gegenüber den Sachen. Ich gebe dir mal fix meinen Scheiß, den ich nicht brauche. Jawohl. Ich lerne nicht rumsitzen, oh, keine Angst. Auf jeden Fall was. Gut, hier hast du nochmal einen halben Liter Blut. Ich leicht erwischt. Oh, dein Rucksack ist voll. Nehme mir die Granaten raus oder so, werf mir die Granaten aus dem Rucksack. Das war nur ein Reflex. Mal den Boden schmeißen. Der Reflex. Poker blutet nicht mehr, ich kann ihn beleben. Alpha 2, hier Lead, kommen. Alpha 2 hört. So, Poker ist da. Ihr noch vollzählig, kommen. Jetzt werden wir da schon noch genommen. Ortag, ich übernehme wieder, kümmere dich um. Oh, ich hab noch keine Verstanden. Macht euch bereit, gleich nachzuziehen. Wir stehen unter schwerem Feuer aus der Stadt, wir können hier nur bedingt decken. Das wird ein ziemlich schwieriger Ritt, den ihr da vor euch habt, kommen. Feind? Wo soll ich sicher? So verstanden, sind bereit für Schwung. Komm mal an meine Pose nach unten. Sobald hier alle Mann wieder stehen, kriegt ihr von mir das Go. Oh, die anderen springen jetzt gleich, vielleicht können wir ausmachen, wo der Beschuss gleich kommt. Also ich habe gerade zwei Leute weggeholt. Sehr gut. Also ich habe. Wir hatten das Gefühl, dass wir irgendwie auf der rechten Flanke noch beschossen werden. Aber das System ist da, gleich. System ist da. Baustelle. Okay, Mobi. Jo. Ich brauche unbedingt irgendwie die größte Deckung, die du anbieten kannst hier. Meine Jungs, die dann gleich runter. Ach so, meinst du, ja, okay, wir sind gerade dabei, wir sind eh schon links im Rand. Alles klar. Alpha 2 und Sprung.
Hast du noch eine Unterlauf, JTAC? Nein, alles weg. Ja. Ich kann noch ein M4-Magazin, da habe ich nur noch ein M4-Magazin. Wer will ein M4-Magazin haben? Ich bin Esan, ich schieße nicht so viel. Ich hab noch. Drück's mir in den Rucksack rein. Ist drin. Danke. Robi? Jo. Kannst du mal gucken, mit deinen Jungs wirst du wahrscheinlich... Alle drei sind angekommen gleich. Okay. Wir werden uns dann auf der linken Seite vermutlich dann weiter bewegen, aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir einen guten Sprung bekommen. Ich glaube in den Büschen. Der muss doch mal in den Büschen sein. Haben wir noch Unterlauf? Nein, alles weg. Normale. Wir haben hier kommt Ausfälle auf der linken Seite. Unser Team ist da. Yay, kannst du Sorg holen? Tim, bleib hier. Yay, nimm mit und schleif nach hinten. Robby, ich kann da nicht ausmachen. Das muss irgendwo da vor dem Busch sein. Ich habe jetzt schon so reingesprayt. Ich bin schon ein gutes Stück gerade weiter vor. Ich bin vorne an den Robby-Krüppchen. Jawohl, ich kann mich helfen. Ja. Yay, ich versuche ihn über den Zaun zu versorgen. Bleib so, passt. Fertig. Ash kommt dran an seinen Arm. Ich mach links. Ich bandagiere seinen Arm. Kannst du die Morphin spritzen? Wenn es sein muss. Schneller hier wegkommen und schneller wieder den Schutz haben, meine ich. Ja. Das Gefühl, dass der hast du gemacht? Soll ich schon gut, wieder wer da? 354 ist ja. Hinter dem Gasgang gedöns. Da liegt schon wieder wer da fahren. Ja, wir kümmern uns gleich drum. Tim, wir werden jetzt gemeinsam mit deinem Team runtergehen in die Stadt. Ja. Das Team von System wird dann nachziehen. Wir werden dann zuerst den Komplex direkt den Supermarkt sichern. Wir haben einen ziemlich großen. Sorg ist da. Danke. Und ständig ein Feindbeschuss, das wird eine ziemlich haarige Sache, aber es kriegen wir hin. Okay, wow. Direkt vom Supermarkt, oder? Ja, wir müssen so schnell wie möglich da rein, wir sind hier auf die Entfernung sehr in Nacht. Okay, Alpha 2 gehört, wir springen gleich zum Supermarkt. Warte, lass mich ganz kurz Shadek noch holen. Hey, wir springen nicht gemeinsam. Ich werde gemeinsam mit euch mitlaufen. Lass mich hier noch alle schnell verarzen. Gut. System? Ja. Du ziehst mit deinem Team dann nach. Mobi, der ist direkt ein Stück weiter links bei dem Baugebäude. Sobald mein Team wieder einsatzfähig ist. Jo, machen wir. Wir heben die kurz alle auf und dann geht's weiter. Muss JTAC Blut spritzen haben, das krieg ich hier nicht. Okay, weg. Brauche ich noch ungefähr 20 Sekunden. Jetzt würde ich jetzt Artillerie anfordern, einfach alles niedermähen da unten. Kannst du meine rechte Seite decken? Gut. Warte, ich hole ihn gleich. Poker, du bist dann auch gleich bereit? Ja. Gut, sobald JTAC wieder steht, geht's los. Gib ihn jetzt Alpha EP. Alpha 3, noch einsatzbereit. JTAC ist wieder fit. Positiv. Sniper okay, Alpha 3, noch einsatzbereit. Ja, wunderbar. Dann wieder. Alpha 1 und 2 wird sich jetzt gleich gemeinsam zum Supermarkt bewegen, den sichern. Kannst du mir noch einen Morphin reindrücken, fix? Natürlich. Gut, alles klar. Tim? Nein! Morphin, jetzt wollte ich gerade EP geben. Bleib halt still. Direkt. Wir werden dann im CQB-Style Richtung Supermarkt gehen. Hast du? Das wird sehr, sehr flexibel sein. Ja, zur Info, ich liege ca. 500 Meter südlich. Das Dorf ist auf einem Hügel. Und Robert? Alpha 2 bereit und los. Jawohl, Springer. Martin, ich brauch dich gleich nochmal. Rotec Anweisung? Nein, mitkommen, Martin. Jawohl. Okay, wir haben hier noch einen negativ, muss mit vorrücken. Martin, wir haben hier noch einen Verletzten, linke jawohl. Seite, den noch aufheben. Ah, doch, okay. Dann, ach so, komm her. Zieh ihn in der 8, da brauchst du mich, das ist okay. Da runter. Fuck, wir müssen da runter, alter Schwede, das wird ein Sprung. Einmal in der Stadt wird's gehen, hoffentlich. Was ist denn mit hier? F-Lot und Blatt. Das ist ein anderes Team. Nur Sichtschutz und keine Deckung. Alpha 1? Alpha 1 kommen. Hört? Zum nächsten Gebäude, markant grün, Richtung Norden vorrücken. Nächsten Gebäude, markant grün. Hobby ist wieder da. Habt ihr diesen Scheißschützen da in dem Busch? Ja. Wissen wir nicht. Okay, System, ihr haltet hier Stellung an der Straße direkt. Bobby, warum sagst du mir denn nicht, dass du so weit vorgehst, Alter? Ach, wir springen Richtung 20.
Habe ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich glaub, das reicht ohne Probleme. Dein Team, alle Mann auf, mir nach. Und Alpha 2. Und sammeln. Los. Und los, Sprung. Mio nach oben? Mio sollte nach oben sein. Kommt bitte nicht hinter mir? Oder bist du rechts am Sichern? Gut, Alpha 2 hier in Stellung. Attack. Leg mich hin. Alpha 2 Stellung. Darf ich mir die RK nehmen? Ich hab nur mehr ein halbes Magazin. Ja, kannst du machen. Okay, Alpha 1 nachziehen. Alpha 1 nachziehen. Gerade technische Probleme mit System, kommen nach. Hat der Audiokontakt rechtzeitig. Fuck you. Ja, Sicherung. Der Russe will es nicht hergeben. Gut, wir finden bestimmt noch einen anderen Russen, der billiger ist. Und bist du nicht wenig, gut, System, so brauch ihr haltet hier. Tim, mir nach. Alpha 2 mitkommen. Jetzt. Hättest du. Fuck you! Was denn? Was willst du haben? Ich hab übrigens mein Schild in der Kante ab. Aber kein Visier. Alpha 2, Sprung ans gelbe Gebäude. 341. Na. So, Alpha 2, vollständig. Und wir springen jetzt an das gelbe Gebäude hier direkt vor uns. Negativ, das macht System. Ja, ich wollte euch entdecken. Ja, ihr könnt vorspringen. Wir haben ja. Okay. System? Jo. Darf ich meine AT4 gegen den RPG wechseln? Ja. Ein Magazin. Mir noch irgendwelche Kontakte in sich? 30 Schuss. Wer will 30 Schuss haben? Negativ, konnte keine Kontakte mehr feststellen. Zur Info habe im Dorf vermehrt Leichensäcke entdeckt. Circa 8 bis 10 Stück. System? Ungefähr Idee, wann es losgeht bei euch? Jo, wir sind soweit. Sprung. Ich höre noch Geschrei Richtung Supermarkt. Ja, da schreien wir noch mehr, wenn ich drin bin. Wenn einer will, da liegt eine AT4, AT4. Ortec, mein Munitionsstand ist ein Magazin. Verstanden. Okay, Tim, mir nach. Alpha 2 mitkommen. Folge. Sollte eigentlich schneller was? Gehen. Bestens. Und rechte und vor allem die linke Flanke des MG muss auf die Straße. Übernehme rechts. Mir ist aber das Gefühl, dass du nützt nichts mehr. Kommst du nach links? Dann bleib ich da. Auf der Straße, Vogelgrüppchen, bleib ruhig bei mir. Okay. Was war das? Kontakt ausgeschaltet, der mit der RPG. Zork hat's erwischt, Vogelgrippe. Ich glaube, ich habe ihn erschossen, aber ich muss. Arsch in diesem Scheißkampf hat eine RPG auf dem Rücken. Wo bist denn du? System, bist du noch einsatzfähig? Wer ist gerade verbunden? Verstanden, das. Wenn du einsatzfähig bist, wieder sag Bescheid. Nee, ich hab's so verstanden. Werde nicht verbunden, ich gehe mal kurz gucken, ob die Russen was. Full Sorg. Jetzt. Ich würde hier gerne zu diesem Holzscheit davor gehen. Sorg ist da. Die A geht nochmal auf die rechte Seite, Tim. Der BTR dort so. Ne? Zieh du mal das MG so glaub, das vor, dass er genau in die Straße reinwirken kann. Da ist schon ein bisschen links. Pack das direkt auf die Straße, irgendwo, wo er besser einsehen kann, wie hier. Hopp, hopp. Okay, so, komm mit. Gut, Vogelgrippe, dein nächster Auftrag. Ich bin hinter dir. Die Bunker Richtung Westen von euch zu sichern und dann zu dem Baustellengebäude vorzurücken. Okay, BA bleibt hier, ich gehe alleine hin. Ist gut. Sicher, dass du Vogelgrippe meinst, nicht mich. Ich mein System. Oh, ich dachte schon jetzt so. Oh, verstanden. Schon gesagt. Ja, Martin, du allein als. Ich war auch verwirrt. Ich wollte ja nur den Befehl ausführen. Ich war nur ein Treuto Fassadi, der die Befehle ausführt. Hallo? Das darfst du nicht kritisieren. Oh doch. Ich würde für mein Vaterland sterben. Benehmen rechts. Verstanden. Gut, dann könnt ihr mit zu Tim direkt Straße sichern. Wo ist denn Tim? Der ist links. Ja. Zu Orten, wo der Beschuss kommt, mir.
Ich wechsle gerade Position. Und bei dir bleibt aber ein bisschen Deckung. Wo sind? Nice, komm. Einer ist noch da. Was ist jetzt denn vom Position halten? Voll Auto. Gut, System, klär die Lage. Alpha 2 bereit machen zum Eindringen ins rote Gebäude. Dringen hier rein. Ich geh vor. Besser wert hast. Dann geht draußen auf die Straße setzen. Es ist schon im Alpha 3 drin. Arm gesichert, Obergeschoss. Dann Außensicherung. Sir, wir brauchen den IT-Spezialisten. Ich übernehme Rotek. Mit Erlaubnis. Wer ist das? Ich hab den Stick dabei. Ja, ich glaube, BA ist unser IT-Spezialist. Muss Mobi hin. Wir haben alle Sticks dabei, einfach kopieren. Na dann. Da unten war was. Klasse, gut. Ich hab davon Position halten. Und Umsicherung. Ich guck mal, ob ich ein bisschen Munition vielleicht aufnehmen kann. Also die ist auch schon geplündert hier. Ja, und? Kann mal passieren. Leute. Das ist deine gute M4 gegen eine AK wechseln oder was? Ne, ich werde mal ganz kurz schauen, dass ich zur Not ein bisschen Magazine mitnehme und dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann nehme ich die mit. Alpha und Bravo, gute Arbeit. Beide Ziele wurden erfüllt. Flüchten Sie in den Wald. Im Norden wartet ein Evakuierungshelikopter auf Sie. Dieser wird Sie auf dem Kampfgebiet rausfliegen. Wir haben die feindliche Luftkontrolle gestört. Beeilen Sie sich. Sie haben maximal 15 Minuten, um am Zielort anzukommen. Ansonsten fliegen wir ohne Sie los und müssen Sie in ein paar Tagen rausholen. Sie haben gute Arbeit geleistet. Viel Erfolg. Miller Ende. Nordwesten. Alpha, Bravo. Hier ist noch einmal Eagle. Sie haben gute Arbeit geleistet. Der Weg in Richtung des Nordens sollte frei sein. Alpha 1 und Alpha 2, mehr auf dem Schirm. Wir rücken wieder zurück zum Supermarkt. Viel Erfolg und eine gute Heimreise. Eagle Ende. Alpha 3, macht euch schon mal bereit, Richtung Nordwesten. Von hier sind ein paar Gebäude auf Koordinaten 026101, dort Position halten, kommen. Verstanden, sollen wir gleich abrücken? Und alle Mann abrücken. 026102, okay, let's go. Auf 1 und 2, Supermarkt. Kim? Ja. Supermarkt. Hat nicht gesagt, der Weg Richtung Norden sollte frei sein? Ja, wir machen das jetzt auch schnell. Bischofs. Let's go, machen ein bisschen schneller, dass die hier gleich nicht lang gehen können. Oh, jetzt kommt von links. Oder? Wow, links, oh Gott. Von links hinter uns, von. Rechts hinter uns, links. Das kommt uns. Von oben. Ich seh ihn nicht. Okay, weiter, meine Herren. Weiter, machen rechts. Komm, Tim, stopp, genau. Achtung, eigene Teile. Ich übernehme wieder links. Ja. Wieder links. Hier gleich nochmal sicher nach links. Macht dann gleich weiter, Con. Jo. Nicht kreuzen. 1 und 2, seid ihr da? Ich lauf hinten rum. Na. Ja, letzter Mann wäre auch cool gewesen, aber. Hab ich gesagt? Echt? Das hab ich nicht gehört, sorry. 1 und 2, wir sammeln uns nördlich vom Supermarkt. Alles gut. Sorry. Wenn ich gleich, vielleicht hat mein Mikro vielleicht. Achtung, laut gesprochen. Als ob die uns verwechseln werden. Okay, ich springe rüber, letzter Mann. Jo. System abrücken, ja. Richtung 320. Nee. Oh Gott, mir. 300, Richtung 300. Wir stoßen dann auf eine Straße. 300. Sind jetzt im Supermarkt verschanzt, auf 3 weiter Alpha vorgehen. Anschließen. Jawohl. Wir werden jetzt Richtung 320 abrücken. Ihr haltet noch kurz die Stellung und zieht gleich nach. Verstanden. Okay. Formation. Haben wir? Ja, Squad Pilot.
Ist hoffentlich, dass hier noch einzelne Leute liegen. Büsche sind hoch. Alpha 1 Stellung beziehen bei dem kleinen Bunker vor uns. So verstanden. Alpha 2 gleich weiter Richtung Umspannwerk 280. Weiter. Kreuzer. Alpha 3 nachziehen Kreuzer. Zu dem kleinen Bunker. Kreuzer. Von Ihnen auf 320. Position halten. Sicherung aufbauen. Jawohl. Und nicht Alpha 1, springen. Sprung auf die kleine Ortschaft, 320, markant. Ja, ein gelb, ein grünes Haus, ein Stück. So, verstanden. Alpha 3, Status? Sind rechts von euch, beziehen Stellung, beziehungsweise ziehen dynamisch nach im Norden. Verstanden. Gut, Tim auf, nach. Und Alpha 2 hinterher. Also man. Alpha 1 dann noch angekommen. Verstanden. Gebt uns Deckung, wir springen jetzt Richtung Norden, direkt an die Waldkante ran. Alpha 2 Delta aufbauen. Bau rechtzeitig auf. Alpha 1 nachziehen. Alpha 2 Stellung. Ja, Stellung. Ja. 290. Okay, Mobi? Mobi? Sind nördlich von euch, komm runter. Ihr könnt schon mal Richtung 290 abrücken, ihr geht wieder vor, wir folgen dann in Squad Cullum. Gut. Richtung 92, Büsche. Okay. Alpha 1 gleich anschließen, Squad Cullum, wir folgen Alpha 3. Bin ich schon da? Ja, die rennt schon dort. Okay, gut, dann folgen. Jo. Alpha 2 und Delta. Das abständig Zielpose erreichen, richtig? Positiv, ja, 290. Alpha 3, schaut ihr, ob die Position sicher ist? Schon mal ein bisschen vor.
positiv, haben zu viel Russenmaterial mitgehen lassen, müssen ganz kurz noch Marsch machen, dann gehen wir schauen, komm. Wir können auch kurz Pause machen, ist effektiver. Ja. Gut, alle Mann Pause. Die anderen hinten raus. Marsch kann man sich gut erholen. Kann machen, was er will. Das ist hier unter Ort. Der Flugzeug. Okay. Ich bin wieder fit. Ja, bin gleich unterwegs. Gut. Und weiter geht's. Jawohl. Alpha 2. Marsch, Marsch. Letzter Mann geht. Hinter uns ist keiner mehr. Auf zu Hause gefreut hat. Und halt. Die Hubschrauber. 264. Eigener. Martin, da Martin. Liegt noch einer. Grüß. Ein bisschen Blut geben, der ist schon wieder umgefallen. Vor lauter Freude. Alpha 3, wir hatten hier jetzt gerade noch einen Spätfolgenverlust. Kümmern uns gerade um, sichern Sie die LZ, wir sind gleich unterwegs. Okay. Ja, der hat sich zu viel über Mobi ausgelassen. Glaube ich auch langsam. Garantiert vom Offizier eine Flasche Wodka mitgehen lassen. Und hat das schon heimlich in seine Trinkflasche umgefüllt. Ärmelbeck voll. Oka. Oh, Epinephrin gespritzt, er kann wieder. Ja, das Ding ist gerade, ich habe einen Steifen bekommen, als ich das erzählt habe an den Offiziers, wie ich ihn declared habe, und deswegen hat er Blut halt im plastischen Glas. Gut, System, du kannst los. Hubschrauber auf 287. Wir folgen dann. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und los, Tim. Was ist das so? Oh, wieder rechts auf. Marsch, Marsch. Ist der Bar? Was denn? Nix, ich hab sie nur vermisst. Papa. Squadline. Guten Tag. Ja, Alpha 3, wollt ihr einen eigenen Hubschrauber? Da kommt ihr alle mit bei uns rein. Komm mit bei euch. Hier rechts. Was? Wir wollen einen eigenen. Gut, wir nehmen den ersten. Alpha 3 und Alpha 1. Ihr könnt zuerst. Alpha 2 hält noch. Ran an den Schrauber. Kriegen wir das einen eigenen Hubschrauber? Nee. Wir nehmen denselben. Und ran da. Toll. Sind da alle rein? Schau mal. Und drin. Oh, hallo Buschmann. So, wir nehmen dann den zweiten. Ja, wir können nicht, wir müssen den anderen nehmen. Ja, dann geht an den zweiten mit. Wir sind doch die Kurdjungs, das ist ein Idiot. Wir haben den Luxus und haben Platz. Eben, zu dritt stinkt's hier wenigstens nicht so. Martin, müssen wir irgendwas tun? Negativ. Roger that. On the way.
Solid copy. Wilco.